Atemweg. Spezial. Anlässlich des Kongresses der DGP 2024. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zurück zum Podcast anlässlich des Kongresses der DGP 2024. Heute geben uns junge Kollegen aus der Young DGP und erfahrene Kollegen direkt aus der Niederlassung, immer im Sinne intersektoral, modern und lebendig, ihre ganz persönlichen Highlights. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zu Folge 4 mit Dr. Peter Rückert, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Notfallmedizin, niedergelassen in der Lungenpraxis Aschaffenburg. Worauf freuen Sie sich beim kommenden Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie in Mannheim am meisten? Das Kongressprogramm, wenn man es sich anschaut, macht einen sehr spannenden Eindruck. Ich finde es toll, auch das Motto des Kongresses, dass man einfach sagt, Pneumologie sektorenübergreifend, modern und lebendig. Wir haben tolle Präsidenten des Kongresses mit Professor Kreuter und Dr. Schädler. Das zeigt auch, dass wirklich das Sektorenübergreifende gelebt wird, dass wir einen Universitätsmediziner haben und einen Niedergelassenen. Und das ist ja gerade eine Schnittmenge, die ganz wichtig ist. Ich denke, wir sehen tolle Themen. Es wird ein großes Arsenal an verschiedenen Themen angeboten, aus denen wir dann unser Bouquet an Kongress für uns persönlich natürlich zusammenstellen müssen, sodass das immer was sehr Persönliches ist, was man sich da raussucht und natürlich viele andere Möglichkeiten auch bestehen. Ich habe mir so ein paar Themenschwerpunkte rausgesucht, weil ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich etwas konzentriert und versucht, das jedes Jahr so ein bisschen zu variieren. Und da ist natürlich so die Frage, was kommt für uns Pneumologen in der Praxis auf uns zu in nächster Zeit? Wir haben einmal das Lungenkrebs-Screening, das für mich, denke ich, ein wichtiges Thema sein wird, wo man natürlich auch über die berufsgenossenschaftlichen Untersuchungen schon Erfahrung haben. Da gibt es eine tolle Veranstaltung am Freitag um 12.30 Uhr, die das zusammenfasst. Wir haben in den letzten Jahren zunehmend Involvierung in die außerklinische Intensivpflege, die Heimbeatmung, die Beatmungs-WGs. Das sind Themen am Freitag, außerklinische Intensivpflege, was wir wissen müssen. Ein anderes Thema, was mich zunehmend in der Praxis umtreibt, ist natürlich auch die Betreuung von Patienten am Ende ihrer Erkrankung mit schweren Erkrankungen, vielleicht auch terminalen Erkrankungen, wo wir neben Medikamenten und bei der schweren COPD vielleicht Lungenvolumenreduktion keine großen Optionen mehr haben und dann auch gucken müssen, wie wir diese unterstützen. Und dazu sind auch tolle Themen, auch Postgraduiertenveranstaltungen bereits am Mittwoch, wo es um Angst, Luftnot, Depression geht und wie kann ich den Patienten auch in diesem Bereich weiterhelfen. Weitere interessante Themen finde ich dann auch gerade zum Kongressthema passend, die intersektorale Zusammenarbeit. Und am Donnerstag ist ein spannendes Präsidentensymposium bereits um 9 Uhr, wo es um die grenzenlose Zusammenarbeit geht und wo auch so Standards definiert werden sollen in der Zusammenarbeit. Ich denke, das ist wichtig, dass man die Verzahnung der einzelnen Sektoren strukturiert, dass da die Abläufe auch noch besser organisiert werden können. Und eine andere intersektorale Zusammenarbeit sehe ich auch natürlich zu den anderen internistischen Fachdisziplinen. Und da ist eine spannende Veranstaltung Best of Pneumo Meets um 9 Uhr, auch am Donnerstag, wo eben die Zusammenarbeit mit anderen internistischen Fachdisziplinen genauer thematisiert wird. Spannend sind sicherlich auch die ganzen Keynote-Lectures, die einem doch helfen, auch mal andere Perspektiven kennenzulernen von Experten aus dem Feld, häufig eben auch Nicht-Mediziner, aber in diesem Fall überwiegend medizinische Themen mit hervorragenden Referenten, die einem eine andere Sichtweise und immer wieder tolle Einblicke geben. Was macht in Ihren Augen die Young DGP sowie den Austausch zwischen erfahrenen MedizinerInnen und den jungen ÄrztInnen im Rahmen eines Kongresses wie dem DGP so wichtig? Ich finde es ganz faszinierend, was der Young DGP in den letzten Jahren doch auf die Beine gestellt hat. Es ist wichtig, dass wir auch in den Fachdisziplinen junge, engagierte Kollegen haben, die versuchen, sich selbst die Weiterbildung zu organisieren, aber auch natürlich den Austausch zu erfahrenen Kollegen zu suchen. Es sind ganz tolle Weiterbildungsangebote durch den Young DGP organisiert, aber auch natürlich Veranstaltungen für die jungen Kollegen, um in der Weiterbildung voranzukommen. Was ich wichtig finde, ist, dass bei dem Kongress eben alle verschiedenen Gruppen sich treffen können. Erfahrene, niedergelassene Kollegen mit jungen Kollegen von der Klinik, mit Dozenten und Professoren von der Universität und man da einen Austausch anstreben kann. Ich kann mich an meine Zeit in der Klinik erinnern, wo der Kontakt eigentlich zum niedergelassenen Bereich immer etwas eingeschränkt war und wo man manchmal doch so gewisse Vorurteile auch hatte. Und das kann man da beheben, dass man einfach das sich gegenseitig kennenlernt, dass die Kollegen auch mehr erfahren, was machen denn wir als Pneumologen in der Praxis
und eben auch vielleicht sehen, dass die Praxis doch nicht nur Asthma und COPD ist, sondern dass wir eigentlich das komplette Spektrum der pneumologischen Erkrankung behandeln, dass wir spannende Fälle haben. Und man sieht das immer, wenn man Kollegen zur Formulatur oder zu einem Praktikum bei uns in der Praxis hat, was man denn so an interessanten Fällen tagtäglich sieht. Und ich denke, da können wir viel noch weitergeben, auch an die Kollegen in der Klinik. Eine Veranstaltung, die zu diesem Thema eigentlich ganz gut passt, ist am Donnerstag findet vom Young DGP auch organisiert eine Fortbildung statt, bei der es geht um die pneumologische Lehre, auch was PJler betrifft schon, um die ambulante Weiterbildung und auch die stationäre Weiterbildung. Und ich denke, vielen Kollegen ist es noch nicht bewusst, dass es auch in der Praxis Möglichkeiten gibt, einen Teil der Weiterbildung zu absolvieren. Wir haben in den letzten 2 Jahren gerade einen jungen Kollegen mit in die Praxis genommen, der den Rest seiner Weiterbildung in der Praxis absolviert und am Anfang ganz fasziniert war, was man doch an spannenden Fällen tagtäglich in der Praxis sieht, von Schwerkranken bis aber auch Leichtkranken. Und ich denke, da können wir als Niedergelassene durchaus auch nochmal Perspektiven bieten. Freuen Sie sich auf 3 weitere spannende Ausgaben Atemweg-Spezial zum Kongress der DGP 2024. Diese präsentieren wir Ihnen direkt vom Kongress in Mannheim zu den Themen intersektorale Medizin, Atemwegsobstruktion und Lungenerkrankungen von selten bis häufig. Schön, wenn Sie reinhören.